Made with Unity. FreeMind Games. Solverto. Hallo und willkommen zu einem Let's Test. Nach einiger Zeit mal wieder. Ja, was soll ich sagen? Ein bisschen mal was anderes. Ich spiele ja neben hauptsächlich Rollenspielen und so Farming-Dingern wie My Time at Sandrock, Stardew Valley auch gerne mal eine Simulation. Und ein guter Freund, The Peaky Arrow, hier auch auf YouTube zu finden, in meinen Recommendations auf der Startseite verlinkt, hat sich das Ganze hier angeschaut und sagt, ich sollte mir das auch mal angucken. Ich habe schon ein bisschen gespielt, ich finde es ganz witzig. Und bevor wir loslegen, wie immer, ein kleiner Disclaimer muss ja so sein, ich habe das Spiel kostenlos bekommen. Und zwar vom Entwickler sowie Publisher, von Solverto und von FreeMind Gaming. Lieben Dank dafür, dass ich euch das hier präsentieren kann. Und ebenfalls geht natürlich großer Dank an Keymailer, die das möglich gemacht haben. Die vermitteln da immer so ein bisschen, entweder frage ich an oder es kommen auch mal Entwickler oder Programmierer und sagen, ja, da hast du mal Lust. Das gibt's auch tatsächlich. Ansonsten ist das Ganze hier nicht bezahlt. Außer dem Key habe ich nichts bekommen und bekomme auch nichts weiter. Und was ist das eigentlich? Ja, Painter Simulator. Klingt erstmal seltsam, aber kennt ihr so aus Kindertagen noch die Malbücher oder vielleicht selber, wenn ihr Kinder habt, wo so Zahlen drin sind, 1 ist rot, 2 ist grün und solche Scherze. Und das in Spielform sozusagen. Es gibt hier ein recht aufgeräumtes Menü, sage ich mal. Es ist alles klassifiziert. Ihr habt Spielen, ihr habt Profil, Einstellung, Ausgang. Ist die Übersetzung im Deutschen ist manchmal fragwürdig. Das Exit-Ausgang ist sehr direkt übersetzt. Ihr habt hier Szenario und die Schwierigkeitsgrade. Je nachdem, was ihr anwählt. Also Szenario habt ihr das. Und wenn ihr jetzt noch einfach nehmt, dann habt ihr nichts, weil da gibt es nichts. Aber Mittel und Szenario gibt es auch. Also man kann hier ein paar Karten einstellen. Und wenn man nichts anklickt, dann kann man hier auch durchschalten. Hier gibt es da so mehrere Sachen. Und ja, es gibt hier unter dem Profil, wird sehr schön, dass hier mein Steam-Logo noch mit drin ist, ein Fähigkeitsbaum für neue Karten oder für Skills in dem Moment gibt es diese Dreiecke hier oben. Das ist eine Ingame-Währung. Es gibt keinen Echtgeld-Shop, Gott sei Dank. Ihr erspielt euch das Ganze, indem ihr Sachen anpinselt, kriegt ihr Dreiecke und damit könnt ihr Sachen freischalten. Ich habe zum Beispiel jetzt kontinuierliches Gemälde schon gekauft. Also man muss nicht immer klicken, loslassen, man kann gedrückt halten. Dann habe ich den Bomben gekauft hier. Das ist so eine Farbkanone. Zeige ich euch gleich. Und hier gibt es zum Beispiel noch Sprühen und so weiter und so fort. Nah dran. Naja, gut, das ist zurück. Und das hier ist das Tutorial. Das hier habe ich mir auch schon mal angeguckt. Da habe ich tatsächlich ein bisschen was gepinselt. Aber da bin ich noch nicht fertig. Das ist noch nicht abgehakt. Aber ich weiß jetzt gerade nicht, was da fehlt. Hier sieht es genauso aus. Ich zeige euch mal so ein, zwei Dinge. Ich sag mal so eine Viertelstunde. Vielleicht auch mehr, so wie es immer ist, mit dem Let's-Test, damit ihr einen groben Eindruck davon habt. Es gibt so ein paar Sachen, die mir aufgefallen sind, die erzähle ich euch natürlich. Und zwar im positiven Sinne tatsächlich. Erstmal sehr schön in Szene gesetzt. Der Grafikstil ist natürlich Geschmackssache. Das ist in einem gewissen Cell-Shading-Look. Und jetzt ist das Auto, das ist hier, ja, wie soll ich sagen, sehr viel. Ich habe hier schon mal angefangen, was zu bepinseln. Das war komplett weiß mit den Zahlen drauf. Und ich sage euch gleich, das Spiel macht sehr viel Spaß. Aber man muss eine gewisse Geduld mitbringen. Denn ihr seht ja hier so viele Zahlen. Das heißt, bis man fertig ist, dauert eine Weile. Nehme ich jetzt mal die 4. Und dadurch, dass ich jetzt den Skill freigeschaltet habe, kann ich jetzt einfach drüber ziehen. Vorher musste ich immer mal klicken, drücken. Das macht es ein bisschen einfacher. Finde ich ganz cool, dass das geht. Ich kann auch springen. Also ich kann jetzt das Auto versuchen hier einzudecken mit der Farbe. Dann kann ich auf die 5 wechseln. Und kann das Gelbe hier so einpinseln. Wie gesagt, das macht es ein ganzes Ende leichter. Aber generell ist es so, es gibt ja auch so ganz kleine Zahlen wie hier. Da hat man eine Lupe. Also man könnte jetzt halt auch ein bisschen genauer zielen, wenn notwendig. Dann kann man die Waffen in großen Anführungszeichen, die Maltools wechseln. Das Ding hat halt nur 5 Ladungen hier. Jetzt nehme ich mal Gelb und den. Da gibt es so Farbkleckser, um großflächig mal was zu bepinseln. Es ist natürlich nicht akkurat, also wie ihr seht, das muss man sich gut überlegen, ob man das will. Das macht jetzt Klick, ist empty.
Das lädt aber nach. Ne? Automatisch regeneriert das. Das kann man auch noch skillen, dass man halt mehr davon hat. Und mit mehr Tools macht das dann auch mehr Laune wahrscheinlich. Man kann dann hier auch durchschalten. Muss mal gucken, ob ich das denn hingepackt da. Es hat, genau, es hat mehrere Farbpaletten. Ihr seht hier, es gibt sehr, sehr viel Farbe. Ne? Und um das Ganze komplett anzupinseln, sitzt man hier tatsächlich dann auch eine Weile. Hier war jetzt wahrscheinlich die Farbe nicht dabei. Ach ne, die habe ich jetzt auch nicht gewählt. Moment. Das sehen wir dann da am Schlausten. Hier hinten ist ganz viel 6. Quatsch. Schwarz. Das ist ganz witzig. Gerade, ich habe zum Beispiel ja auch Kinder. Gerade wenn ihr Kinder habt, ich denke ich mal, macht das Ding hier sehr viel Spaß. So Malbücher im digitalen Rahmen, wenn die mal eine halbe Stunde vielleicht auch an den Computer dürfen. Was ich sehr gut finde an dem Ding hier. Ups, ich muss mal wieder auf Schwarz gehen. Es hat keine Frustmomente. Du kannst dich nicht vermalen. Ich weiß nicht, ob man das noch einstellen kann oder ob das gedacht ist später noch. Das habe ich jetzt nicht getestet. Aber das finde ich sehr gut. Wenn man vielleicht zwar Geduld mitbringen muss, aber jetzt halt in dem Moment nicht bestraft wird fürs... Ich meine, ich hau jetzt hier einfach quer drüber, das seht ihr. Ne? Und es ist ja so, das eine müsste rot sein, das andere schwarz, das eine grün. Ich werde nicht bestraft dafür, dass ich jetzt in die falschen Flächen reinmale. Das finde ich sehr gut. Gerade wenn du Kinder hast, die vielleicht auch ein bisschen jünger sind, kommt drauf an, ich meine, so ein zweijähriges Kind setzt du nicht an den Computer oder so, klar. Aber selbst meine Große, die wird 12 und die hat dann auch nicht immer so die Geduld für sowas. Aber generell kann man hier dann doch schon mal drüber ziehen und man erschafft ein bisschen was. Und meine Tochter ist halt tatsächlich auch sehr für Kunst zu haben. Dementsprechend macht ihr das bestimmt auch Spaß. Ich muss ihr das mal zeigen. Und sagt, da könnt ihr hier so mit weitergeschalteten, freigeschalteten Skills natürlich auch ein bisschen mehr aus der ganzen Geschichte rausholen. Irgendwann wird es ein bisschen leichter dann natürlich auch. Also ich finde die Idee super. Habe ich vorher so in der Form auch noch nicht gesehen. So, ich mache jetzt den hier. Was sehr schön ist, wenn ihr jetzt aus der Karte rausgeht und ihr habt nicht alles angemalt, dann macht das da, wie ihr schon gesehen habt, da weiter, wo ihr aufgehört habt. Ich ziehe jetzt einfach mal groß drüber. Wechsel nochmal das Tool. Mach mal Patsch. Das ist so geil. Das macht super Spaß. Moment, falsche Kanone. Die da. Hier einfach quer drüber. Ne? Es ist jetzt ein Auto für Racing. Dafür muss man jetzt nicht unbedingt was übrig haben. Achievements gibt es, glaube ich, gerade noch keine. Kommt vielleicht noch. Muss man mal schauen. Ist jetzt auch nicht so schlimm. Ich bin jetzt auch kein Achievement Hunter, aber wenn ich ein Spiel habe, wo es sowas gibt, dann komplettiere ich das ganz gerne mal. So. Und ihr seht, das ist das ruckzuck mal angemalt. Dann können wir auf die grüne Farbe gehen. Das war ja jetzt die 2. Genau. Nein, die 2 hatte ich gesagt. Dann kannst du hier rüber gehen. Hier mal die grüne Farbe drüber ziehen. Dann haben wir hier ist auch wieder noch ein bisschen schwarz mit dabei. Ja. Wenn es dann halt zu fisselig wird, dann kann ich ja auch ohne weiteres die Lupe nehmen. Kann dann hier... So, jetzt habe ich die 2. Jetzt kann ich hier dann ein bisschen genauer zielen, wenn ich das möchte. Ne? Das ist ganz cool. So, dann gehen wir mal raus aus dem Ganzen. Zurücksetzen. Ich könnte also von vorne anfangen, wenn ich es nochmal machen möchte. Ich gehe mal ins Menü zurück. Das haben wir auch schon ganz gut, sag ich mal, Currency gewonnen. 1300. Und jetzt gehe ich einmal aufs Profil und Fähigkeitsbaum. Was haben wir da noch so Feines? Wir haben ja generell das Ding hier. Was könnte ich hier? Munition. Mehr Munition? Oder was haben wir hier? Machen größeren Splat. Dann nehmen wir mehr Muni für 1000. Ne? Bereits gekauft. Ne? Ich habe noch. Okay, ich habe aber noch. Nicht genug. Hä? Warum habe ich denn die 1000 noch übrig? Das ist ja interessant. Habe ich da einen Bug entdeckt? Was ist das? Schlauchmunition. Ja, hier, das finde ich auch interessant. Kostet 5000, sollte man vielleicht drauf sparen. Kann man mit einem Schlauch draufballern. Luftpinsel, was immer das auch sein soll. Können wir mal kaufen für 50. Ach, jetzt hat das gezählt. Und hier haben wir dann für 10.000 Sprühen. Achso, das, genau, das wollte ich mir auch noch. Das könnte ich mir als nächstes mal holen. Wenn ich 1000 zusammen habe,
Multiplikator, da kriegt man mehr Zeug raus, ist wahrscheinlich ganz sinnvoll, dann kriegt man es schneller zusammen. Raketenwerfer, sagt, sehr geile Ideen dabei, das ist Tutorial, dann gucken wir uns mal die Landschaft hier nochmal an. Gehen mal auf Spielen. Hier war so ein Bauernhaus, hier habe ich die Front angemalt und ja, war damit fertig und habe mich jetzt, das, wie gesagt, es ist noch nicht abgehakt, weil wenn ihr einzelne Farben fertig habt, dann hakt es euch die Farben ab, die ihr erledigt habt. Und wenn ihr jetzt aber nicht weiterkommt, gibt es auch eine Hint-Taste. Farben vollständig gestrichen. Es zeigt euch dann an, wo ihr noch malen könnt oder so. Es gibt halt... Ach ja, die Kuh Ilse ist ja auch. Aber keine Ahnung, warum er das hier abgehakt hat und sagt, da ist aber trotzdem nicht alles erledigt. Vielleicht kommt da noch was, weil das Ding ist noch Early Access, das weiß ich nicht. Kann ich eigentlich schwimmen? Nee, das ist eine Alpha-Wand. Aber es ist sehr schön gestaltet, sehr liebevoll, das sieht man. Ja. Die Kuh ist hier drüben. Ja. Das hier war das Ding, was ich angepinselt habe. Warum auch immer das jetzt nicht komplett ist, abgehakt. Nichts weiter. Schade. Er sagt ja oben links zum Beispiel auch nur 28%. Ich jetzt hier noch mehr Farben. Oder komme ich hier irgendwo rein? Das habe ich jetzt nicht getestet. Wäre jetzt... Nee, komme ich nicht. Naja, wie gesagt, keine Ahnung. Es ist ein Early Access. Da sind mit Fehlern manchmal noch zu rechnen. Ist aber nicht schlimm. Ich würde sagen, wir gehen nochmal ins Menü und schauen uns mal eine andere Karte an, die wir uns vielleicht auch leisten können. Hier haben wir zum Beispiel die verlorene Insel. Nicht genügend Dreiecke. Ach so, 316. Ja, man sollte lesen können. Pizza kostet 100 Dreiecke. Dann nehmen wir nochmal Pizza. Dann kriege ich jetzt wahrscheinlich großen Hunger. Malen Sie die Zutaten unter den Pfeilen, bevor sie die Zeit ausgeht. Ach du Scheiße. Zeit. Oh oh. Oh oh oh. Oh, das wird aber teuer. Oh Gott, ich bin... Hallo? Welche Farbe ist das? Hallo? Ich bin zu langsam. Und ich bin zu fett. Was? Hallo? Ich komme da nicht rauf. Was? Hä? Es hat Platsch gemacht. Ich habe irgendwas getroffen. Hä? Wieso komme ich denn da nicht rauf? Doch nicht sowas. Ach, jetzt. Die vier. Bam. So. Bleiben bei der vier. Wir nehmen die Kanone. Huch. Malen Sie die nächste Zutat. Okay. Da drüben. Och, das ist ja fies. Kann ich hier... Ich kann nicht rennen. Das ist nur ein bisschen merkwürdig. Jetzt. Ich brauche... Was brauche ich denn? Die 5. Oh. Achso, das ist die falsche Kanone wahrscheinlich. Das ist das richtige Ding, ne? Genau. Ah, das geht schon besser. Ich hatte das Sprühding für Feinarbeiten wahrscheinlich. Okay. Genau. Tomaten. 5 ist fertig. Auf zu 6. Fertig. Und die 7. Yay. Zeit ist immer so ein Ding, das mag ich in Spielen nicht, wenn es so unter Zeitdruck geht. Tada. Fertig. Sehr schön. Nächste Zutat. Da drüben. Pilze. Yo. On my way. Ich sag, Zeit, das ist so ein... Kann man machen, muss man nicht. Ich möchte bei Spielen eigentlich entspannen. Aber naja, das ist gehört manchmal halt auch dazu. Es ist ja halt kleiner Kram hier. So, und die 2. Tada, check. Ach, er tut das in die Mitte hin, sehr schön. Nächste Zutat. Ich sehe es nicht. Oh, was, wie, wer, manchmal warum? Hallo? Ach, hier. Aha, noch eine Salamischeibe. Ja, ich komme, ich bin unterwegs. So, was willst du haben? Die 4. Das geht natürlich relativ flott, da die Flächen auch nicht so groß sind.
coole Sache. Und ich muss ehrlich sagen, das Spiel macht mir tatsächlich auch mehr Spaß, als ich anfangs gedacht hätte. Na, ich dachte, ach, guck's mal an, sieht ganz niedlich aus. Tada! So, was kommt da dann noch? Achso, wir malen jetzt die ganze Pizza fertig, oder was? Stück für Stück. Da, noch eine Tomate. Bin so langsam. Warum bin ich so langsam? Die Idee ist natürlich auch witzig, ne? Wir brauchen die 5. Einmal außenrum. Und in die Mitte. So. Und die 6. Das ist aber keine Dings. Oh, ich habe noch eine 6 übersehen. Ist das eine Tomate? Ist aber eine merkwürdige Tomate. Aha. Hey, was soll denn das? So. So, die 1. Dachte, ich kann es austricksen. Nee, schmeißt mich runter, Sauerei. Und die 2. Ja, zack, fertig. Wie lange braucht denn die Pizza da? Ist zu dort. Hetz mich nicht! Was? Wie? Ach da. Noch eine Tomate. Ich krieg wirklich Hunger auf Pizza. Na, danke. So. 5. Ach, oben links sieht man zum Beispiel 64%. Das heißt, so viel kann eigentlich nicht mehr fehlen. Klick. So. Klick, klick. Fertig. Und die 7. Akustisch sagt es uns, jo, geschafft. Tada! Was fehlt da noch? Zeig mal. Ah, mal was Grünes. Der Laufweg ist das, was am meisten hindert wahrscheinlich. Ein Gürkchen oder so. Ja, ich bin ja schon da. Komm, hier. So. Hä? Ach, das sind nur 9, keine 6. Macht ja auch Sinn. Tada! Das ist natürlich schön, wenn du es nicht schaffst, rechtzeitig wie ich am Anfang. Du machst den Level trotzdem fertig. Oh, nochmal. Okay. Oder auch nicht. Okay. Da fehlt wahrscheinlich die eine Scheibe vom Anfang oder so, die wir nicht geschafft haben. Aber Speisekarte. Herzlichen Glückwunsch. Bleibe. Speisekarte bitte. Also hier. Tada, abgehakt. Sehr schön. 605, richtig cool. Was haben wir hier? Das Labyrinth. Finden Sie einen Weg durch das Labyrinth, malen Sie sich, okay. Das ist interessant. Wir nehmen mal noch die Insel hier, die verlorene Insel. Da muss ich nochmal kurz reingucken und dann sind wir auch gleich durch. Dann kriegt ihr nochmal kurzes Fazit. So, die 1. Quatsch. Ich mag das Ding. Irgendwie ganz cool. Klack, klack, na dann nicht. So. Einmal querfeld ein, einmal drüber ziehen. Da. Müssen doch jetzt aber eigentlich alles so bald haben. Oder was fehlt noch? Nee. Kann sich, wenn man nicht weiterkommt, wenn man irgendwas übersehen hat, sagt durch das Hint, kann man sich das anzeigen lassen. Was einem noch fehlt, dann macht da einem eine Markierung dran. Durch die Kanone, die halt so Farbplatzer macht, da kann man durchaus mal eine kleine Ecke auch übersehen. Das kommt ja mal vor. So. Mal Licht anmachen bei mir, es ist so dunkel. Einer Blick. Ich sehe nichts. So, jetzt sehe ich mehr. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, wie man so schön sagt. So. Kiste machen wir noch fertig.
Oder auch nicht. Doch, komm. Ah, 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 ah. So. Was ist denn? Das war der Sprüher, ne? Der war jetzt so. Auch ganz okay. Das ist eine kleinere Variante von dem großen. Der ist ein bisschen präziser wahrscheinlich. Na, jetzt hatte ich das noch. Das macht doch mit am meisten Spaß. Ihr könnt sicherlich nachvollziehen, warum. So. Fertig. Gut. Aha. So, die 3. Denn da noch? Hä? Da fehlt noch eine 2. Ja, doch gerade gesagt, das ist fertig. Eigenartig. Moment. Platsch. Größeren Splat-Radius wäre natürlich auch nicht verkehrt, oder? Ach, guck mal an, jetzt geht das auf. Das ist ja super. Okay. Hier? Und die 7 noch. Na komm, einmal noch laden. Tada! So geht zurück zur Speisekarte. Das ist ein bisschen, naja, merkwürdig. So, 1374, dann hole ich mir mal mehr Edelsteine, Dreiecke, so, gekauft. Nächste kostet dann 2000 und so weiter und so fort. Kriegt man halt mehr Zeug, ne? Aber wie gesagt, macht sehr viel Spaß, ich kann es empfehlen. Man hat einen Haufen Karten, je nach Schwierigkeitsgrad, Experte und so weiter. Wäre das schlechtes Beispiel hier, schwer, größer, also einiges, was man machen kann. Ja, wie gesagt, die deutsche Übersetzung ist ein bisschen merkwürdig und manchmal hat es noch so, ja, die Karte ist noch nicht fertig, aber es geht irgendwie nicht weiter. Das habe ich jetzt gesagt bei dem, wo war es denn hier, bei dem Bauernhof-Ding gehabt, warum auch immer. Ich setze das einfach nochmal zurück und mache das nochmal neu und dann gucke ich mal, ob es vielleicht dann abhakt. Aber generell, man hat sehr viel Spaß mit der Sache, also ich jedenfalls. Wenn ihr mit Kunst und solchen Kleinkram was anfangen könnt, schaut rein, ist ein Blick wert, gerade wie gesagt für Kinder, wenn ihr Kinder an Spiele ranführen wollt, relativ frustfrei, man hat da jetzt halt nichts, wo man bestraft wird in irgendeiner Form, das mit dem Zeitding ist so, naja, ist nicht meins, aber ist Geschmackssache, aber ein bisschen rumpinseln, ein bisschen ausmalen, ohne dass vielleicht, sag mal, die Möbel oder der Fußballboden leiden muss, wenn die Kinder alt genug sind dafür, ne? Dann immer so eine halbe Stunde oder so. Naja, auf jeden Fall vielen Dank nochmal an Publisher und Entwickler sowie Keymailer für die Möglichkeit, das hier zu präsentieren. Und natürlich auch vielen lieben Dank an euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat gefallen und vielleicht schaut ihr selber gerne mal rein. Schreibt nochmal in die Kommentare, ob euch das liegt oder nicht. Und wenn ihr sagt, er ist nicht meins oder so, dann schreibt doch gerne warum. Lest mir das gerne durch. Ansonsten sehen und oder hören wir uns bei dem nächsten Let's Test oder regulären Programm. Bleibt gesund. Bis dato reingehauen.